Was haben diese kleinen, süßen Zuckerperlen mit dem größten Feind deines Herzens zu tun? Herzlich willkommen bei GVC Global Video Church. Heute geht es um das Thema: Wer ist der größte Feind deines Herzens? Jeder kennt das. Du willst dir keine Sorgen machen, machst dir Sorgen. Du willst nicht in ein Loch fallen und depressive Gedanken haben, du fällst in ein Loch, hast depressive Gedanken. Also, ob Christ oder nicht Christ, alle kennen das. Alle wissen, am liebsten manchmal würde ich meine Seele programmieren können wie ein Computer. Und dann würde ich lauter Freude und Liebe und alle möglichen guten Werte da rein programmieren. Mir ist das letztens auch wieder so gegangen, alle, die diese Videos hier von mir mehr öfter schon gehört haben, ich bin eine echte Sorgenmaus. So nenne ich mich mittlerweile. Eigentlich bin ich von meinen Genen und von meiner Herkunft her, von meinem Erbe, sehr depressiv. Ich habe das im Teenageralter, so bis 22, wirklich massivst erlebt. Ich habe dann viel sogar Bilder gemalt in mein Tagebuch, wo ich mich selber schlage. Die doofe Inga steht da drunter oder so Riesentränen, ja. Das liegt einfach daran, das stimmt schon, wenn du da, wo du aufgewachsen bist, deine Eltern geben dir erstmal etwas mit. Und mein Vater ist einfach depressiv, schon Ewigkeiten, ja. So nimmt man halt diese Sachen mit. Und lange Zeit dachte ich, man hört ja immer so in die Welt rein und dann hört man von Depressionen und dann habe ich überlegt, nehme ich Antidepressiva, gehe ich in die Therapie. Aber einen Segen habe ich dann mit 18 Jesus richtig krass kennengelernt. Also erstmals er in mein Leben kam, muss ich echt sagen, der hat mich von oben nach unten neu gemacht. Und ich war ein Jahr lang fast wie verliebt auf Wolke 7. Aber dann kam es wieder. Warum? Warum, wenn wir Jesus annehmen, ist ja erstmal so, nach dieser Verliebtheitsphase fällt man manchmal in die gleichen Löcher rein, wie bevor man mit Jesus gegangen ist. Warum holt ein das immer ein? Und die Bibel gibt Antwort. Es gibt nämlich einen Feind deines Herzens. Den Feind kennt jeder, also nicht kennt, aber die meisten kennen ihn sogar nicht. Die denken immer, weil die Welt hat ja immer so Lösungen für deine Probleme und du probierst das aus, aber das ist ja meistens wie so eine Möhre. Letztendlich hilft das alles nicht. Warum? Weil die Bibel den absoluten Bauplan für deinen Körper und deine Seele und deinen Geist hat. Deinen absoluten Bauplan. Weil Gott genau weiß, wenn da jetzt was nicht richtig funktioniert, woran liegt das? Gut. Jetzt möchte ich mal mit euch zusammen eine Bibelstelle lesen aus Römer 7, die erklärt ganz genau, woher kommt das Negative deiner Seele. Ob das Depressionen sind, bei dem einen sind es Aggressionen, Ängste, Süchte, selbstzerstörerische Gedanken und so weiter. Selbst Narzissmus kommt daher. Lass uns das zusammen lesen. In Römer 7, Vers 18 heißt es: Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Entscheidend hier ist, schauen wir das mal ganz genau an, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Das Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Da heißt es sogar in der Stelle weiter, obwohl das kommt eigentlich später, wenn ich Jesus in mir drin habe, dann ist das Fleisch eigentlich besiegt. Es heißt wortwörtlich, es ist mit Jesus ans Kreuz gegangen. Das Fleisch ist nicht unbedingt nur das Fleisch, was ich hier zwicke, sondern die natürliche, sündige menschliche Natur ohne Gott. Eigentlich im Paradies hatten wir ja alle den Geist Gottes in uns. Durch
die Entscheidung, ich will mein eigener Herr sein. Ich will selbst entscheiden, was gut und böse ist. Ich will sein wie Gott. Und den Apfel der Sünde zu essen, ist seitdem diese Sünde in uns. Also, meine menschliche Natur ist von Sünde durchseucht. Das ist genau das, was du erlebst. Und ihr Lieben, egal welche Diagnose über deinem Leben ausgesprochen ist, letztendlich ist es alles eine Folge dieser sündigen menschlichen Natur, die kein Mensch zähmen kann. Ich habe mal letztens mit einem Psychologen gesprochen, der hat selber gesagt, man kann denen nicht wirklich helfen, den Menschen, die so psychische Krankheiten haben und die über ihre Psyche leiden. Letztendlich kann ich nur ihnen helfen, mit ihrer Krankheit umzugehen. Er hat recht, weil ein Mensch nicht heilen kann, aber es ist nur die halbe Wahrheit, weil genau dafür ist Jesus gekommen. Um diese sündige menschliche Natur, mit der wir also ohne Jesus noch nicht mal kämpfen, hilflos ausgeliefert sind. Aber wir werden gleich mal sehen, was Jesus da wirklich mit dieser sündigen menschlichen Natur getan hat. Da heißt es im Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist Gottes, also das geht um den Geist Gottes, den wir haben, wenn Jesus in uns wohnt. So werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen den Fleisch, die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Also hier haben wir ein ähnliches Desaster, ja, aber ein bisschen unterschiedlich. Hier kommt nämlich eine Komponente dazu, der Geist Gottes. Der Geist Gottes macht den Unterschied. Also, ohne Jesus sind wir ganz hilflos unserer menschlichen Natur ausgeliefert. Und wie wird diese menschliche sündige Natur so groß und dominant, dass sie uns krank macht? Eigentlich sogar von Anfang an. Im Prinzip, die Bibel sagt, dass jeder Mensch ohne Jesus unter dieser Sünde krankt. Das ist genau das. Ich versuche, gerade als junger Mensch habe ich noch hohe Ideale, irgendwann mal gebe ich mich im besten Falle mit dem Mittelmaß meines Lebens ab und lenke mich eigentlich nur noch ab, weil ich mit meiner Seele nicht klarkomme und das Glück immer nur so ein bisschen anhält. Ich möchte euch mal zeigen, wie dieser Unterschied von ich bin nur menschliche Natur ohne den Geist Gottes, menschliche sündige Natur, von der Sünde verseucht. Und wie dann diese, habt ihr schon gesehen, diese drei Phasen von einer Entwicklung, wie ich diesen Feind meiner Seele überwinde. Aber erstmal, erste Phase. Ich habe den Geist Gottes nicht. Den Geist Gottes kriegst du nur durch Jesus. Nur weil er praktisch wie Domestos in dich reinkommt und diese Sünde erstmal zerstört in dir. Ohne das geht es nicht. Genau, im besten Falle kann dir ein Psychiater helfen, mit deiner Krankheit umzugehen. Was ist diese erste Phase? Die erste Phase nennt Römer 7 Sklave der Sünde. Sklave heißt nichts anderes. Die Sünde wohnt in mir und ich bin an sie gebunden. Das heißt, meine menschliche Natur beherrscht, hat sozusagen meinen Geist und meinen Willen im Griff. Also meine ganzen Gefühle, das was so schön in Rosamunde Pilchers Serien oft so zu hören ist, folge deinem Herzen. Ja? Da ist ja dieses Herz, das menschlich erstmal verlorene Herz, sucht und sehnsüchtig nach dieser großen Liebe. Das ist ja die große Sehnsucht jeden Menschen. Leider ohne Gott wissen die Menschen gar nicht, dass diese Sehnsucht nur von Gottes Liebe gestillt werden kann. Kein Mensch kann diese bedingungslose Liebe aufbringen. Und deswegen werden wir dann so, unser Herz führt uns immer weiter. Ja, und denkt, okay, was tut mir gut? Das sind ja heute die großen Sätze. Du bist es dir wert. Ich finde eigentlich, den krassesten Satz ist, was tut mir gut? Also ich bin gefangen in dieser Sünde und jetzt habe ich Sehnsüchte. Ich fühle mich nicht, bin unglücklich. Jetzt brauche ich etwas. Ich sehne mich nach etwas und dann gucke ich, was tut mir gut. Und Sünde, wenn ich an der Sünde geboren ist, dann habe ich nichts anderes,
Gott hab ich nicht. Du kannst Gott nicht wie eine Selbstbedienungsladen reingehen und dir irgendwas Nettes von ihm holen. Ich hole mir mal so ein bisschen schöne Musik, schöne Lobpreismusik. Dann geht's mir mit dem Wässchen und dann nach 3 Stunden geht's dir wieder schlecht. So, was haben wir da so für Alternativen? Da gibt es zum Beispiel Erotik, Sex. Die Bibel nennt Sex außerhalb der Ehe Unzucht. Ja, Erotik, sind wir mal alle ganz ernst und ganz ehrlich zueinander. Wenn ich einen hübschen Mann da sehe, ja, und dann schlägt meine Hormone hoch. Ich habe diese erste Liebe, mein Herz sehnt sich, der zwinkert mir auch noch zu, der findet mich toll, der umgarnt mich mit all seinen Komplimenten. Ich bin die Göttin für ihn, die Rettung. Das ist so diese Begehren der Sünde, eine Art von Sünde. Und dann esse ich davon und das schmeckt so gut. Die erste große Liebe, da denke ich, naja, das ist es dann und irgendwann mal. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass diese Liebe des anderen mich nicht erfüllen kann. Es ist wie diese Süßigkeiten. Auf Dauer macht sie krank. Wirklich. Wenn ich von einer menschlichen Liebe abhängig bin, das ist der Grund, warum die ganzen Ehen so kaputt gehen. Warum am Anfang, hast du ihn aus Liebe geheiratet und nach 2 Jahren, 3, 5, 10 ist die Liebe weg. Weil es eine Fake-Liebe war. Die ist aufgebaut auf Gefühlen und unsere menschliche Natur kann den anderen nicht so lieben, wie er es eigentlich braucht. Und zwar niemand. Dann gibt es so andere Geschichten hier, das ist dann, greife ich zu Pornos. Pornos, das kann ich einfach anmachen, da bin ich nicht drauf angewiesen, dass mein Partner mir das gibt und dann befriedige ich mich für eine Weile. Okay, dann merke ich natürlich, irgendwie ist das auch nicht so ganz gut. Mein Gewissen sagt mir das, wir haben das Gewissen von Gott bekommen. Eigentlich ist das nicht richtig, auch Fremdgehen ist nicht richtig. Oder Beziehung, wenn ich eine Liebesbeziehung habe, nach einer Zeit mich scheiden zu lassen zum Beispiel, merkt man. Aber das hier beflügelt uns dazu, dass wir dieses Gewissen mehr und mehr abtäuben. Kann man, ehrlich gesagt, diese ganzen Filme heutzutage täuben unser Gewissen absolut ab. Wir werden trainiert, dass wir Unzucht und Ehebruch toll finden, weil wir folgen ja unserem Herzen. Ja? Und One-Night-Stands. Dann gibt es aber andere Sachen, zum Beispiel Geld. Und zwar nicht, dass Geld ist die Sünde, sondern Habgier. Heißt ganz einfach, ich will möglichst viel Geld verdienen und dann kriege ich irgendwelche Träume von einem großen Haus. Die werden mir natürlich alle in diesem Internet noch und nöcher angeboten. Die besten Klamotten, die besten Schmuck und du kennst das alles. Du hast deinen Kleiderschrank voll und es ist immer noch nicht genug und immer noch hast du nichts anzuziehen. Da versuchen heutzutage die Welt, die sieht das ja, die Menschen merken, hier stimmt was nicht. Dann versucht man das mit Nachhaltigkeit. Aber ihr Lieben, ganz ehrlich, es gibt diese Befreiung, geht nicht, indem du jetzt nachhaltig lebst und versuchst, ein bisschen weniger einzukaufen. Es wird letztendlich, fällst du von einem Loch ins andere und dann greifst du nach dem nächsten, dann ist das Wissenssucht. Und du fängst an, Gesundheit, Körper, Sport. Die sehen ja alle aus wie die absoluten Top-Models heutzutage oft. Einfach weil das genauso ist. Ich muss noch schöner sein. Und sind wir alle ehrlich, das ist ein Riesendruck, der auf diesen Menschen liegt, die an die Sünde gekettet sind und versuchen, dieses Leid, diese Gefangenschaft irgendwie anders zu lösen und zu kompensieren. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann machst du Folgendes. Du nimmst Abschied von deinem alten Leben. Du holst dich von deinem Thron runter, dein Ego. Und du sagst, Jesus, komm in mein Herz und vergib mir meine Sünden. Eine Sündenerkenntnis ist etwas Wertvolles. Wenn du zu uns kommen willst, bitte, bitte, wenn du zu Jesus kommen willst, wir helfen dir. Wir helfen dir nochmal zu sehen, wie sehen denn diese verschiedenen Arten von Sünden aus? Das sind ja nur hier Teile, die hier liegen. Und wie kannst du erkennen, wo du überall Befreiung brauchst? Das ist wundervoll.
Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Sünde, meine Unzucht, meine Habgier. Da, wo ich so viel Hass habe auf Menschen, die mich verletzt haben, weil ich dachte, von ihnen bekomme ich die Liebe, die ich eigentlich von Gott nur bekommen kann. So, und dann wird das hier abgemacht und jetzt kommt die zweite Phase. Das hier wird an Gott, an Gottes Geist und an sein Wort dran geheftet. Ich mache das mal hier an meine Tasse. Endzeitchrist, ja. Endzeitchrist heißt nichts anderes, in dieser wilden Zeit umso feuriger für Jesus zu sein und klare Sachen zu machen. Nicht lauwarm, oh lauwarmes Christentum. Ihr Lieben, das ist sowas von lieber, Gott sagt wirklich lieber kalt, lieber geh ohne Gott, als lauwarm und zu denken, naja, ich habe da ein bisschen was im Hintertürchen, aber deine meisten Gedanken sind mit dem Mainstream zu gehen. So, dann wird das also an Gott drangeschlossen, an den Heiligen Geist. So, hier. Und dann bist du an den Geist Gottes gebunden, weil es ist ein Trugschluss zu sagen, dass ich ohne Gott frei bin. Das merken wir ja. Du bist entweder an die Sünde gebunden oder an Gott. Und dann kommt der Heilige Geist in dich rein. Aber dann beginnt die zweite Phase. Und zwar, das ist das, was im Römer 7 beschrieben steht. Lest das mal zu Hause durch und auch in den Kleingruppen. Da wird also der Heilige Geist mit der menschlichen Natur immer mal wieder im Clinch liegen. So, dann weiß ich, dass Unzucht schädlich für mich ist. Aber plötzlich merke ich, mein Gewissen ist gereinigt durch den Heiligen Geist und ich merke, dass das nicht gut ist. Oder Habgier, dass ich einkaufen will, einkaufen, und ich merke, das ist überhaupt nicht kompatibel. Das passt mit meiner Liebe zu Jesus, mit dem Heiligen Geist nicht zusammen. Auch Lästerungen. Vorher fand ich das schön, wenn ich mal so richtig über andere hergezogen habe und geklagt habe, bis die Balken sich biegen. Danach ging es mir eine Weile gut und dann aber auch wieder schlecht, weil dann höre ich wieder, dass die anderen über mich gelästert haben. Und plötzlich läster ich und ich merke, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich bin mit Menschen zusammen, die reden negativ, die beklagen sich ohne Ende. Und ich merke plötzlich, weil ich hier an dem Geist Gottes gebunden bin, ich mache es zwar noch, aber ich fühle mich noch schlecht, richtig schlecht dabei. Das ist was Gutes. Aber dadurch, dass diese Sünde überall um uns rum ist und wir ständig damit konfrontiert werden, unsere menschliche Natur allein durch solche Sätze, tu, was dir gut tut, liebe dich erstmal selbst, du, ich, meiner, mir, mich, ist dieser Kampf, der in Galater beschrieben ist, ich will das nochmal mit euch lesen, ist der in Gang gesetzt. Wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen den Fleisch, die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und dann heißt es nämlich zum Schluss, wenn euch aber der Geist Gottes regiert, dann braucht ihr das alles nicht mehr. Dann bringt euer Geist Liebe, Freude und Frieden hervor. Und zwar unabhängig von den Umständen. Selbst wenn Menschen dich verletzen, merkst du, dass du sie lieben kannst. Und es ist wahr, ich bin ein lebendes Zeugnis dafür. Meine Depression, das ist am alten Menschen. All deine Geist, deine Krankheiten, deine psychischen, sind Teil des alten Menschen, der menschlichen Natur. Die liegt bei mir am Kreuz, ihr Lieben. Ich bin eine Sorgenmaus und dann ist dieser Kampf in mir noch drin und ab und zu kriecht das so in mir hoch. Aber ich weiß, was mache ich dann? Jetzt will ich dir zeigen, wenn du jetzt Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Du hast den Geist, der wird, wenn er regiert, Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut, Freundlichkeit hervorbringen. Egal in welchen Umständen. Der will diese Sünde nicht mehr, der braucht nicht ständig mehr, sondern der ist eher befreit, wenn er weniger hat. Seit wir hier in Amerika sind, nur noch 2 Zimmer haben, ihr Lieben, ich fühle mich freier als vorher mit dem ganzen Haus. Was mache ich, um diesen Kampf in mir zu gewinnen, beziehungsweise dass der Geist Gottes gewinnt? 3 Schritte, ich will euch 3 Bilder zeigen.
Erstens, das Schwert hier in dem Kopf von dem Menschen ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, wenn es dir schlecht geht, hilft dir zu unterscheiden, welche Gedanken und Gefühle, also das ist, der alte Mensch ist wie ein kompletter Mensch, der fühlt und denkt. Welche Gedanken und Gefühle sind vom alten Menschen? Die schreibe ich auf, so mache ich das zu Hause, so habe ich das bei den Sorgentagen gemacht, wo mich das wieder so wie eine Grippe-Virus, ja, da ist mein Immunhaushalt geistlich nicht in Ordnung und schon überfällt das mich. Übrigens wird man auch körperlich viel gesünder, wenn man im Heiligen Geist lebt und der regiert. Habe ich auch erlebt. So, dann schreibe ich das alles auf. Manchmal, früher habe ich es verbrannt, damit ich das so richtig sehen kann. Heute brauche ich es eigentlich nur noch in den Mülleimer schmeißen. Ja? So, du musst nur wissen, du musst genau haarscharf unterscheiden. Und ihr Lieben, meistens, wenn du irgendwelche menschlichen Videos schaust, Bücher mit Lehren, die nichts mit der Bibel in erster Linie zu tun haben, vielleicht ein Vers, aber nur Psychologie sind, dann wird das eher schlechter. Weil dann konzentriere ich mich drauf und oh, ich bin ja so verletzt und oh, meine Gefühle. Und du streichelst den alten Menschen, der fühlt sich erstmal wohl, aber dann nimmt der so richtig die Regierung in deiner Seele auf. Und das ist oft, selbst bei christlichen Therapeuten, ich kenne sehr gute, eine gute Freundin ist eine sehr gute christliche Therapeutin, die hilft dir, das eigentlich zu tun. Aber pass auf, wenn du bei menschlichen Rat annimmst und der so, ja, da musst du erstmal, dein inneres Kind muss erstmal heil werden. Du musst dich um dein inneres Kind kümmern. Dann machst du ganz simpel, dass der alte Mensch in dir so richtig versorgt wird und größer wird. Der muss ans Kreuz. So, und dann, ihr seht das hier in dem Bild, dann sehe ich aber, was sagt die Bibel? Welche Gedanken und Gefühle sind denn vom Heiligen Geist? Und die lasse ich in mein Herz rein. Ich mache das jetzt, in dieser Sorgenzeit habe ich das gemacht. Ich habe einfach die Bibel laut vorgelesen. Ich habe Galater 5 laut vorgelesen. Ich habe gerade einer Freundin geraten da, die hatte mich angerufen, weil sie auch in dieses Loch gefallen ist des alten Menschen. Habe ich gesagt, geh um den Block 10-mal rum und schau auf Jesus. Der Heilige Geist macht sich niemals Sorgen. Der Heilige Geist ist niemals aggressiv. Der ist heilig zornig, im positiven Sinne, aber nie aggressiv. Der Heilige Geist ist nie verletzt. Der Heilige Geist ist immer freudig. Er hat immer Liebe, immer unendliche, bedingungslose Liebe. Und das lasse ich dann groß werden in mir. Und dann bete ich, Gott, Heiliger Geist, komm. Dann frage ich oft meinen Mann, Bibi, sprecht mir das mal zu. Und dann höre ich mir das an und dann da merke ich, oh, da kommt so diese Befreiung und das alles hier, das blättert dann ab. Das Zweite, in solchen Zeiten mache ich eine Diät. Wenn ich geistlich stark bin, dann kann ich auch mich mit einigen Dingen auseinandersetzen, zum Beispiel Filme gucken, wo zwischendrin Dinge sind, die sind eigentlich nicht gut, aber die prallen so ein bisschen an mir ab. Ja? Oder auch mit Menschen zusammen sein, die mich runterreißen, die sehr weltlich gesinnt sind. In solchen Zeiten, bitte mach eine Diät. Wir haben eine Jesus Cool. Da ermutigen wir, beziehungsweise wir haben sozusagen einen Vertrag am Anfang. Ich würde dir echt, wenn du das hörst hier, raten, mal so eine Jesus Cool mitzumachen. Melde dich unten in der Infobox bei der Helga Hoschka. Da machst du einen Vertrag und du machst eine Diät. Du fastest Facebook, gehst nur ganz bestimmt gezielt zu privaten Kommunikationen da rein. Du fastest Netflix. Du isst vor allem lauter gesunde geistliche Nahrung. Du studierst die Bibel, du bist mit geistlichen Menschen zusammen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und immer wenn man Fragen hat oder Gebetsanliegen, dann kommt das da rein. Du kriegst geistlichen Rat statt menschlichen Rat. Du bist in einer Gebetsgruppe drin. Also deine Woche ist so richtig wie in einer geistlichen Kur durchgestylt. Mach das mal. Also selbst diese Werbung in der im Internet, das ist wieder, das kitzelt oder das versorgt den alten Menschen. Oder menschliche Lehren, allein Corona-Zahlen anzugucken. Das nährt den alten Menschen in Ängsten, weil ich gucke auf Corona statt auf Gott, auf eine falsche Krone, statt auf Jesus, mein König.
Und das Dritte, was ich dann immer mache, also erstens aufschreiben, wegschmeißen, was der alte Mensch ist und nochmal so richtig reinlassen, groß werden lassen, was Gott ist. Ich faste, ich mache eine geistliche Diät, mach diesen Online-Jesus-Cool-Kurs, der wird dich wirklich richtig general reinigen. Und das Dritte, was ich dann mache, ist, in solchen Zeiten nehme ich mir immer vor, ein Buch, was mir Gott aufs Herz legt, da bete ich für, durchzustudieren. Ich habe das in diesem Bild mal gemacht. Das ist anders wie lesen. Viele haben große Probleme mit der Bibel, weil sie so langweilig oder weil das irgendwie zäh ist. Was Schöneres ist natürlich irgendeine Rosamunde-Pilcher-Serie anzugucken oder einen tollen Roman. Aber ich sage euch, ihr Lieben, ihr könnt Romane essen, ja? Aber wenn es sie euch daran hindert, die gute Nahrung zu besonders zu essen, macht das auch das euren Geist schwach. Es ist so. Also Romane, ganz normale, säkulare Romane sind wie Süßigkeiten. Die kannst du mal essen. Natürlich mache ich auch. Ich gucke mal einen Film. Momentan aber zum Beispiel, weil ich weiß, wir sind hier auf dem Missionsfeld, gucke ich so gut wie nur, ich würde mal sagen 90% nur christliche Filme. Mein Geist wird stark. Und was ich dann mache hier, nochmal das Bild, lesen. Studieren heißt, ich mache mir Notizen, ich schaue im restlichen Teil der Bibel nach, was die Bibel sonst noch über das Thema von dieser Textstelle sagt. Dann handle ich danach. Ihr merkt, die Farbe ändert sich schon. Ja? Wenn ich lese, ich habe bei diesem Sorgenmaus, habe ich es dann einfach so gemacht, dass ich tatsächlich, also es ging darum, dass ich mir Sorgen um einen Menschen gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich muss mich noch mehr um ihn kümmern und noch mehr telefonieren. Und dann habe ich gemerkt, nein, Gott sagt, nein, ich habe ihn in der Hand, mach das nicht, schreib nicht dauernd. Und das habe ich getan, ich habe es umgesetzt. Ich habe dann einfach mal 2 Wochen Pause gemacht. Und da habe ich gemerkt, mein Geist wird wieder stark. Und ihr seht, der dritte Schritt ist, das Ziel zu haben, dass das Wort Gottes in mir Substanz ist. Ich denke schon von selber den Willen Gottes. Ich fühle so, wie Gott fühlt. Und das geschieht in dieser Diätzeit. Und dann kann man auch mal wieder normal Dinge, natürlich Süßigkeiten, wie gesagt, ja, auch mal zu sich nehmen, wenn man in erster Linie die geistliche Diät hat. Warum? Ist das aber, und jetzt, da bin ich mit am Ende, warum ist das, wenn man es umsetzt, trotzdem, gerade am Anfang, wenn du frisch im Glauben bist, so schwer? Matthäus 13, Vers 11. Ein anderes Gleichnis legte Jesus ihnen vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Und das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Also wenn man jetzt mal annimmt hier, diese kleine Perle ist jetzt keine Zuckerperle, sondern ist ein Senfkorn. Genauso ist es mit dem Reich Gottes nämlich. Ja, da ist alles drin für einen starken, großen Glauben. Ihr müsst euch vorstellen, da ist Jesus drin. Und wenn er zuerst hier in meine Seele, ich nehme den zu mir, ich nehme richtig auf, Abendmahl macht das immer wieder deutlich. Deswegen feiern wir in unseren Online-Hauskirchen immer Abendmahl, ist herzlich eingeladen. Dann kommt das rein. Dann ist das am Anfang wie hier bei dem Bild, das Dunkle ist der alte Menschen und der neue Mensch, ja, das ist der Geist Gottes mit der Bibel, biblische Wahrheit noch klein, weil erstens kenne ich die Bibel noch nicht so gut. Ich bin auch geprägt vom alten Menschen, ja. Und zweitens habe ich noch nicht geübt, die Bibel umzusetzen. Aber mit der Zeit, und das ist tatsächlich ähnlich wie bei einem Baum. Ich würde sagen, das Bild hier, das Jesus nimmt, ist fast 100% zu übertragen. Insofern, dass es auch dementsprechend lange dauert. Ein Kohlkopf kann innerhalb von 2 Wochen wachsen. Aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Kohlkopfglauben. Wir brauchen eine Eiche in uns. Dieser Senfkorn, dieser Senfbaum ist wirklich riesig. Ich habe ein Foto gesehen. Riesig. Und zwar in der Wüste überschattet der alles. Aber der braucht
Jahre. Stell dich auf Jahre ein. Aber wenn du mal so 20 Jahre mit Gott unterwegs bist und vor allem in einer feurigen Gemeinde bist und nach seinen Ordnungen lebst, und zwar in allererster Linie, das andere nur als kleine Süßigkeit zu nehmen, ja, dann ist das so wie im dritten Bild, dann hast du eigentlich nur noch Angriffe, wie ich, als diese kleine Sorgenmaus dann wieder kommt, mein alter Mensch mal so ein bisschen quiekt, ja, und die neuen Gedanken und Gefühle sind viel, viel größer. Und letztendlich prägt es deinen Charakter und gibt dir dann auch ein Schicksal. Insofern, natürlich prägst du deine Umgebung. Deine Ehe wird heil, deine Familie wird heil und es sind eigentlich nur noch Angriffe im Gegensatz zu vorher, wo man eher mal sagt, ich hechte mich so von Loch zu Loch oder nee, von Berg zu Berg. Und die Früchte werden dann deutlich, Liebe, Freude, Frieden. Also ein guter Test für dich ist, wenn du überlegst in der letzten Woche, prozentual, wie viel Prozent warst du in Liebe mit Gott, in Liebe mit deinen Nächsten, mit Freude geprägt, Frieden? Wie viel Prozent von der ganzen Woche hat da dein Inneres bestimmt? Der Glaube. Und wie viel Prozent hattest du Sorgen, Ängste, warst sehr verletzt, enttäuscht? Und daran merkst du, in welcher Phase 1, 2 oder 3 du steckst. Ja? Und das Herrliche ist, dass letztendlich, wie bei dem Samen hier, den ich jetzt hier gegessen habe, ja, dass das auch bei dem Heiligen Geist so ist, das wächst einfach. Was du nur tun musst, ist Bibel studieren, eine heiße Christengemeinschaft zu haben, im Gebet immer wieder, im Gebet mit Gott den ganzen Tag verbunden sein. Die drei Sachen. Ja, und natürlich umsetzen, was du in der Bibel liest. Wenn du das einfach nur simpel machst, das ist herrlich, ganz simpel, bis zum Lebensende, wird dieser Baum immer, immer größer. Ein heißer Tipp übrigens, das ist jetzt gerade ein Thema, wie kriege ich diese von der menschlichen Natur die Sorgen um Geld, beziehungsweise dass ich immer so das Gefühl habe, ich habe zu wenig. Ja? Oder so, Geld ist ein großes Thema. Dann gebe ich dir definitiv einen Riesentipp. Zahl den Zehnten. Wenn du es nicht hast, dann zahlst du wahrscheinlich schon den Zehnten. Also, wenn du den zehnten Teil am Ende deines Monats in deine Gemeinde investierst, wir machen immer einen Dauerauftrag an unsere Gemeinde, ja, dann wirst du merken, erstens bist du in einem, also du hast ja sowieso alles, was du hast, kommt von Gott. Und Abraham hat damit angefangen, immer zu sagen, Abraham hat angefangen. Jakob hat es dann weitergeführt und später war das ja auch so eine Ordnung, ein Gesetz, ja. Also ich erkenne an, alles, was ich habe, ist sowieso Gott. Deswegen gebe ich einen zehnten Teil ab, damit das Reich Gottes wachsen kann. Deswegen auch in die Gemeinde und nicht irgendwo hin, denn das ist ja, die Gemeinde ist unser Leib, wo wir drin eingepfropft sind, damit es ihm gut geht und er wachsen kann. Braucht er unseren Zehnten, ja? Also ein kleiner Tipp am Rande, da wird dein Geist so richtig innerlich, auch in dem Bereich richtig stark. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass ich durch deinen Geist neu geboren bin. Danke für den neuen Menschen in mir. Bitte gib mir die Weisheit, den neuen Menschen von dem alten in mir zu unterscheiden. Bitte erfülle mich mit dem Verlangen, dein Wort zu studieren und deine Gedanken in mir groß werden zu lassen. Gib mir die Kraft, dem alten Menschen zu widerstehen und deinen Geist in mir leiten zu lassen. Ich lobe und preise dich, mein Herr und Erlöser. Amen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche mit dem Heiligen Geist in dir. Melde dich bei der Jesus School an, wenn du noch nicht tief im Wort Gottes verwurzelt bist. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ich wünsche euch allen einen riesen Gottes Segen. Tschüss.